Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier dreht sich alles ums digitale Zeichnen mit Tablet und Stift. Da ich hier mit Procreate arbeite, ist es ein iPad und ein Apple Pencil, weil Procreate nicht auf den anderen Geräten läuft. Hier erzähle ich euch auch ein bisschen was von den Grundlagen von Procreate. Heute möchte ich euch die Auswahlfunktion zeigen, alles was man hier damit anstellen kann. Und ja, dann habe ich einen Charakter erstellt, einfach nur so für euch, dass ich das auch ein bisschen besser zeigen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal folgt und die Glocke anklickt, mir gerne auch einen Kommentar unten reinschreibt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Dann beantworte ich diese gerne. Legen wir also los. Jetzt muss ich mich erstmal richtig hinsetzen. Schnapp dir einen Kaffee oder irgendwas anderes. Dann kann ich dir da ein bisschen mehr erzählen. So, wie schon gesagt, hier oben ist das Auswahlwerkzeug mit diesem kleinen Pfeil hier oben. Und automatisch erscheint hier unten auch mehrere Auswahlmöglichkeiten, die ich dir jetzt dann auch erkläre. Und zwar fangen wir hier oben erstmal in der Zeile an. Beziehungsweise das Allerwichtigste ist erstmal hier das Einrasten. Die Einrastfunktion habe ich bei mir eingeschalten. Ich zeige dir auch für später, für was das ist. Nur damit du schon mal Bescheid weißt, dass da auch eine Einrastfunktion gibt. Das gab es früher leider nicht, aber jetzt haben sie es neu entwickelt. Bin mal gespannt, denn für dich auch gut zu merken ist der 8.9. Da bringt wohl Procreate irgendwas Neues, Aktuelles raus. Es wird auch total geheim gehalten. Also wir sind alle total aufgeregt. Ich weiß es nicht. Schreib es dir einfach in den Kalender. Da kommt ganz wohl irgendwas Neues raus, wo noch nie da gewesen war. Ist. Also fangen wir aber jetzt mit den Freiformen an. Wie du siehst, sind hier auch immer so Punkte dort. Das heißt, wenn ich jetzt diese Schiebefunktion verwenden möchte, kann ich mein Bild so verschieben, wie ich möchte. Das heißt, in der Höhe, in der Breite, wie auch immer. Also man sieht auch, das wird total unförmig. Schaut manchmal auch total lustig aus. Also wenn du hier dein Bild ein bisschen verformen willst, dann ist eben diese freie Funktion, Freiformfunktion gut da. So, jetzt mache ich es aber wieder rückgängig. Wie du siehst, muss man da einmal alles wieder rückgängig machen, damit es dann auch wieder funktioniert. Dass es richtig gut ausschaut. So, das gleichmäßige Werkzeug ist dafür da, dass du immer die gleiche Größe hast. Das heißt, es ändert sich nichts von den Proportionen, dass es irgendwie anders unterschiedlich ist, sondern es ändert sich gleichmäßig von den ganzen Proportionen von deiner Zeichnung. Beim Verzerren ist es so, dass du das nach hinten und nach vorne verzerren kannst oder eben eine Seite kleiner und größer. Was gut ist, wenn du zum Beispiel Häuserwände oder irgendwelche Perspektiven zeichnest, die nach hinten gehen. Da gibt es zum Beispiel auch wunderbare Menschen, die Kücheneinrichtungen zeichnen als Comic und so weiter. Also es ist wunderschön, mal anzusehen, wie das ist. Und es ist am besten, wenn du dann diese Perspektiven eben kannst du dafür verwenden. So, machen wir das jetzt nochmal zurück. Dann ist das Verformen-Werkzeug. Das Verformen-Werkzeug ist, dass du hier, je nachdem, wie du es kippen willst, als wäre es ein Aufkleber, kannst du es kippen, wie du es willst. Genau. Und zu diesem Verformen-Kennzeichen gibt es hier noch ein erweitertes Gitter. Achte jetzt mal hier drauf, auf diese Gitterinnenseiten, weil sobald ich das einschalte, kommen hier noch weitere Punkte zusätzlich hinzu. Das heißt, ich kann auch noch die kleine Sticker-Funktion noch anders verwenden, dass es ausschaut, als würde ich es jetzt nehmen in der Mitte und nach oben rausziehen. Genau, das sind die Verformungswerkzeuge oben. Und beim gleichmäßigen
Oder bei den ganzen Verformungen sieht man auch unten, ändert sich fast nichts, außer jetzt bei den Verformen kommt hier das erweiterte Gitter. Mache ich aber jetzt zum Beispiel das, habe ich immer bei mir automatisch so eingestellt, dass es immer dieses gleichmäßige Verziehen ist, damit ich einfach bloß die Grafiken groß und klein schalten kann. Kann ich hier auch noch horizontal spiegeln, das heißt, wie man hier beim Ketchup sieht, es ist einfach nur einmal umgedreht, gespiegelt und dann kann man es natürlich auch wieder zurückspiegeln. Das gleiche ist vertikal nach unten und dann wieder zurück. Und das gleiche kann ich auch dann nochmal mit drehen machen, dass ich dann sage, okay, ich möchte meine Grafik immer um 45 Grad Winkel drehen, was natürlich auch möglich ist, wenn ich hier diesen einen grünen Punkt nehme. Da kommt auch hier schon das Rotationszeichen drauf. Man sieht auch 360 Grad, dann sind es minus 30 Grad, also wie beim minus 90 Grad, wie beim Geodreieck eben auch. Wenn wir uns zurückerinnern bei der Schulzeit, dann kann ich auch noch das an die Leinwand anpassen, wobei jetzt das viel, viel größer wird als die eigentliche Leinwand. Also mache ich das wieder zurück. Dann habe ich hier noch das bikubische Vergrößern und Verkleinern. Dazu habe ich schon ein extra Video gemacht, wie du eben deine Grafik so vergrößern kannst, ohne dass du irgendwas verlierst an der Schärfe von einem Bild. Und das kannst du eben hier einstellen. Und bikubisch, da kannst du das Bild immer so vergrößern, wenn das eingestellt ist, dass es nicht unscharf wird. Aber dazu schau einfach oben. Mache ich dir einen Infolink noch dazu. Da kannst du dann mein Video noch anschauen, wie du das bikubisch direkt anwendest. Und ja, dann haben wir hier noch das Zurücksetzen. Das heißt, alles wird wieder zurückgesetzt, was du vorher getan hast. Das ist aber das gleiche wie jetzt löschen mit zwei Fingern. Und das Einrasten ist jetzt diese Funktion. Das heißt, wenn ich das jetzt mal ausschalte, kann ich hier mein Bild irgendwo hinsetzen, habe ich aber jetzt das magnetisch an, dann kommt automatisch ein Strich, siehst du das? Ein Strich kommt damit dazu, wo ich das dann magnetisch sehen kann, okay, dass das guckt, ist dann mit dabei und dann kommt noch dazu das Einrasten, was für mich immer super ist, wenn ich das beides anhabe, also das habe ich dauerhaft so an, ich schalte es gar nicht aus, dann sieht man auch hier die Mittellinien, die gelbe, dann rastet es richtig ein. Also es macht so ein kleines, so ein Klick. Wenn du das selber machst, dann sehe ich, okay, die gelben, zwei gelben Striche ist einmal hier in der Mitte und nochmal in der Mitte. Also es ist hundertprozentig jetzt in der Mitte mein Bild. Was gut ist, wenn du diese Funktion auch hast, zum Beispiel wenn du Muster erstellst, dann kannst du das immer auch gut einsetzen. Oder wenn du eben ein Bild nochmal kopierst und es daneben dran setzt, dann kannst du das auch gut einsetzen. Ja, das war jetzt auch schon wieder die Funktion vom freien Einfügen von den Bildern, von den gleichmäßigen oder freien oder verzehren oder wie auch immer du das nennen magst, wie du das mit der Auswahlfunktion eben machen kannst, dass du das Bild einfach nochmal in der Position reinbringst, wo du eben möchtest. Ja. Wenn du dann dazu noch Fragen hast oder dich irgendwas anderes an Procreate brennt, wo du sagst, ha, ich weiß nicht, ich finde diese Funktion nicht mehr oder wie auch immer, dann kannst du auch auf meinen Kanal vielleicht schauen, dann hast du ein paar Videos schon vorrätig. Ansonsten schreib es mir einfach unten ins Kommentar, dann schaue ich, wie ich die nächsten Tage dazu komme, es zu machen oder dir es auch zu zeigen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Viel Spaß auch beim Cartoon zeichnen. Bis bald. Ciao.